85%. Zephyr, mach dich mal auf den Weg. Denkst du, wo ich gerade drin sitze? Das ist schön. Mach dich mal auf den Weg, Junge. Ich bin leider randvollig. Ich weiß, ob das jetzt richtig getimt ist. Ich weiß schon, aber es sollte klappen. Wie ich heiße, Herr Junge. 3, 4, 5. Aber in der Kurve muss ich schneller fahren, gell? Sonst geht nix. Ich check schon 90. 97. Okay, warte. Ne, du musst weiterfahren. Mir hat alles kaputt gemacht. Hätte alles geklappt, wunderschön. Nee, er hat dich da schon anvisiert. Ja, weil du nicht weitergefahren ist und Ed weitergefahren ist, weil sonst hätte er ja umgeschwenkt. Ich habe nicht hintergeschaut. Ich habe den Rückspieler nicht gesehen. Also bei mir hat er die... Er bleibt ja so lange an dem einen Fahrzeug dran, bis er den Triggerpunkt verliert. Ja, aber er hat bei mir schon die Prozentzahl auf 0 gesetzt gehabt. Das heißt, er hat dich schon anvisiert. Es ist ja egal, was das Skript macht. Jo. Ja, egal. Es sind halt nur 99%. Ja, mein Gott. 98. Die zwei Krümel, die da noch reingehören. Ja, das ist viel, wenn man bedenkt, dass ich jetzt schon 30% voll bin. Ja, die ich noch immer ich jetzt auf die Hauptstraße komme. Kann dir nichts machen. Wir müssen ja Darkfahrlichter einschalten, gell? Brauchen wir das in unserem Bundesstaat hier? Ja, bei uns ist das Pflicht, keine Ahnung. Bei Schlepper halt, alle Fälle. Okay. Bei euch ist es ja sowieso für Autos auch Pflicht, oder? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das haben sie wieder abgeschafft mittlerweile. Nee, es ist immer noch bei euch Pflicht, mit Licht zu fahren. Ja, die haben es ja. Ja, in ganzen Tunneln und in ganzen Mist. Ja, in Tunneln sowieso, aber halt tagsüber. Weiß ich, das haben sie jetzt schon so oft geändert, das weiß kein Schwein mehr bei uns. Das stimmt wohl. Da haben sie teilweise wieder gesagt, man darf nicht mit Tagfahrlicht fahren, weil das so umweltbelastend ist, weil da ja halt der Motor mehr arbeiten muss, weil er mehr Strom produzieren muss. Naja, die Lichtmaschine läuft die ganze Zeit mit. Naja, aber je mehr du brauchst, desto mehr wird es beansprucht. Desto mehr muss der Motor Leistung bringen. Wieso? Der Motor treibt über den Keilriemen die ganze Zeit die Lichtmaschine mit. Ob du Licht an hast oder nicht. Ja, weil ja. Das bleibt sich immer gleich. Das haben wir ausprobiert in der Ausbildung damals. Nee, normal, es bleibt nicht gleich. Wenn du die Lichtmaschine, je mehr die Lichtmaschine Verbrauch hat, desto schwieriger dreht sie sich. Ja. Und somit braucht der Motor mehr Leistung, um sie drehen zu können. Auch wenn es jetzt minimal ist, es ist aber trotzdem mehr. Auf die Autos aufgerechnet, die da fahren am Tag, macht das schon größeren CO2-Ausstoß. Das stimmt wohl, ja. So, habt ihr das halt. Ja, aber ein Kohlekraftwerk oder irgendein anderes Kraftwerk ist noch stau immer schlimmer. Ja, letztendlich versuchen sie immer mit einem Verbraucher anzufahren, obwohl der Verbraucher eigentlich nicht ist. So wie sie sagen, wenn du die Klimaanlage die ganze Zeit änderst, fährst halt 5 Kilometer weniger als ein anderer. Ja, meist, doch egal. Wäre schön kühl und der schwitzt wie ein Arschloch. Du bist nicht umweltbewusst. Doch, ich habe alles LED-Lampen in meinem Haus, also. Alle Sparlampen. Sehr umweltbewusst. Was wir gerade gemacht haben. Und überhaupt. Die Vögel und so. Sind bei uns alle, wirklich alle Steckdosen geschalten. Ja. Damit auch keine Standby-Geräte. Ja. Dann sagst du, ich mache nichts für die Umwelt. Ich habe 12 Lichtschalter. Eben. Wobei man wahrscheinlich sagen müsste, gell? Um die Produktion oder den CO2-Ausstoß, der gebraucht wird, um die Komponenten herzustellen, um das zu realisieren, damit man dann zum Schluss wieder Strom spart, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Die sind höher als man denkt. Genau. Sind wahrscheinlich höher, als wenn ich einfach das Gerät durchgehend laufen lasse. Genauso die Energiesparlampen. Genau. Die es überall jetzt gibt. Da ist überall leicht Quecksilberbedampfung drin.
Was meinst du, was das für eine Umweltbelastung ist für eine Quecksilberlampe? Das ist alles Sondermüll, das muss alles eingelagert werden. Na, das sind auch wieder Kosten, aber da denkt der Staat nicht dran. Junge, komm her! Vater? Hallo? Meinst du unsere gute Mutti? Hallo! Du hast doch so eingepennt. Junge, ich warte! Bin ja schon da. Es ist er wach, ey. Der Hund geht da einfach schlafen um 6 Uhr in der Früh, ey. Die verkehrt. Ja, ich war doch schon Hexe. Gruppe. Sind bei 53%. Ach schon. Ja, okay, ich hab die Zeit zwischendurch ja schnell laufen lassen. Okay, also ist es um 9 fertig. Okay, 6 Stunden zum Gern, warum nicht? Geh mal davon aus, dass es gegen Mittag fertig ist. Das legt noch eine Frühstückspause ein. Wir machen ja eine Stunde Mittag und 20 Minuten Frühstück. Awesome. Ich mache ja immer eine Stunde Mittag und eine Stunde Nachmittag. Und genau. Eine Stunde Vormittag. Und dann natürlich also drei Stunden noch Pause Nachmittagsessen. Und dann natürlich noch Nachmittagsessen und Frühstück. Ja. Meine Pause startet immer eine Stunde Vormittag und hört auf eine Stunde Nachmittag. Die Frage ist, wann ist Mittag? Ja, um 12 Uhr ist Mittag. Dann machst du 2 Stunden Pause. Ja. Das finde ich sehr gut. Kannst mir leisten. Sollten alle weniger arbeiten. Viel weniger. Ja. Ich müsste eigentlich auch mal wieder ein bisschen weitermachen an vielen Dingen. Ja, ich auch. Ich wollte eigentlich meinen Ordner für die Schule seit, keine Ahnung was, einem Monat mal wieder die Platte einheften. Ach, das ist ja uninteressant. Das wird eh dann alles verheizt. Ja, aber das dauert noch eine Weile. Ja, du musst das ganz einfach machen. Um das gut verheizen zu können, musst du das Papier nass machen, in eine Brikettpresse reinpacken und dann hast du schönes Papierbrikett, wenn es getrocknet ist. Ja, brauchst aber erstmal eine Brikettmaschine. Ja, wenn ich mir so denke, nein, wie ich... die kannst du per Hand machen. Brauchst einfach einen Holzrahmen. Das kostet ja noch länger Zeit. Daran also. Scheitert schon mit Bauen. Wenn du Sascha sagst, Bauen, machst dann Holzrahmen. Nee, ich hab schon viel gebaut. Ja, ja, ja. Und bei Sascha dauert ja alles doppelt und dreifach lange. Ja, ich weiß. Ich bin jetzt nicht gerade der effizienteste Mitarbeiter. Aber eigentlich schon. Aber wenn ich mir denke, ich war in der Schulzeit, also so 9. Schuljahr bei uns, das war euch das letzte. Ey, das war so ein Chaos bei mir. Ich habe einfach immer so College-Blocks gehabt und da alles reingeschrieben und alles durcheinander. Wenn ich halt die Stunde gehabt habe, habe ich das reingeschrieben, weitergeblättert, nächste Stunde reingeschrieben. Hm. Wie weitergeblättert, nächste Stunde, nächsten Tag einfach wieder reingeschrieben. Und auch in der Berufsschule einfach so gearbeitet. Juckt mich nicht. Da war alles drin in der College-Block. Jeder Scheiß. Ja, vor allen Dingen, denk mal nur an meine Ausbildung zurück. Auf meine letzte. Da habe ich auch alles nur in die College-Böcke reingeschrieben und zu Hause saß ich dann auch scheiße. Wo kommt das jetzt hin? Dahin? Dahin? Nee, das ist Regelwerk. Nee, das muss da rein. So, oh nee, scheiße. Ich habe das schon meistens sortiert, auch für die Arbeitsplatte immer. Nee, ich habe gar nichts sortiert. Ich kipp das rein und wenn ich da was gebraucht habe. Ich habe ja zum Beispiel meine ganzen Klassen, habe ich ja für jeden Jahrgang, habe ich einen Ordner. Gut, Grundschule ist zusammengefasst. Kann ich mir alles nachlesen. Und jetzt nennen wir einen Grund, wieso man sowas aufbehält. Keine Ahnung. Das verstehe ich nicht. Damit ich immer mal ein Feuer machen kann. Ja, aber deswegen behalte es nicht auf. Das mache ich gleich, wenn ich nach Hause komme. Oder am besten noch vor der Schule im Mülleimer. Wenn du einen Ofen hast zum Beispiel zum Heizen, dann passt sowas ganz gut. Also wir sind bei der Schule raus bei der Tür und da hast du meistens vor der Schule Mistkibbel. Da haben wir gleich mal alles reingepfeffert. Ja, das kannst du doch nicht rein. Bis auf Fachbücher zum Beispiel. Ich habe ja Metallbau gehabt. Das Fachbuch Metallbau habe ich aufgehalten. Ja. Aber alles andere einfach rein. Das war 90%. Und sonst einfach daneben hingestellt, weil damit das Kühlschrank überfüllt war.
Das ist in meinen Augen so ein Schwachsinn, sowas aufzubehalten. Mit werden, oder was? Und ab. Nein, bin ein Fall. So? Nein. Nein. Jetzt. Oh, jetzt komme ich nicht vom Fleck. So, wir können. Ey, ich bin schon zu 1% voll. Wie sieht's denn aus? Ich komm gleich, ich komm gleich. 3%. Fahr weiter, also, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Ich bin echt mal gespannt, was da wird mit diesem Fahrziel, oder? Also wenn das nicht auszahlt, ich kündige euch alle und krieg keinen Lohn. Ja, die Frage ist halt, wie viel müsste es sich denn auszahlen? Also mit welchen, wie viel müssen wir pro Tonne verdienen? Also was? Ja, ich sag mal, 1000 muss, eine Tonne muss 1000 geben, damit sich's auszahlt, wirklich. Also ich sag mal so, nicht, dass es so viel wird. Du darfst aber nicht vergessen, die BGA braucht eine Weile, bis der Trichter leer ist. Du kannst das nicht die ganze Zeit reinhauen. Ich weiß, ja. Du brauchst da auch noch eine bestimmte Zeit, bis das verdaut ist, sage ich jetzt mal. Ja, da können wir auch noch ein paar Heizkraftwerke nachkaufen oder als Ding, ich glaube, oder? Ich glaube, die haben wir als Mod drin. Das stimmt, ja. Die kannst du auch nachkaufen, ja. Steht das irgendwo, wie viel die schon gefressen hat? Auf alle Fälle brauchen wir dafür ein Förderbandsystem. Man nimmt der Trux ja nicht mehr an, zumindest warst du immer in LS15. Was? So, und Bogen fahren, Bogen fahren, Bogen fahren, weiter, 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 weiter. Ja, ich bin nicht dämlich. Ich fühle mich immer so dämlich. Auch wenn mir auf Arbeit irgendjemand das Ganze nochmal erklärt oder sagt, obwohl ich das schon zigtausendmal gemacht habe. Ja, aber vielleicht machst du es anscheinend immer jetzt richtig. Naja. Ich sag nur mal ja, ja, ja. Also ich sag mal so, bestes Beispiel bei Vakesa, der macht zurzeit eine Ausbildung als Straßenbahnfahrer. Der hat, ja, soll ich das sagen, netten Kollegen, die sind dazu viert in der Gruppe. Da funktioniert das Fahren um den Weichenstellen noch nicht so. Ja, also, der arme Junge, der muss heute nachts um 3 wieder raus und macht seine Nachtfahrt. Normal. Wo kommt ihr sonst voran? Ich bin erst um 4 schlafen gegangen, also auch nicht so schlimm. Ja. Habe ich aber auch noch eine coole Story. Heute im Bus. Bus fahren wir jetzt bei uns immer irgendwelche komischen Menschen mit. Von der Busgesellschaft wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Die tun wahrscheinlich analysieren, wie viele Menschen mit dem Bus fahren, wo sie aussteigen, dies und das und jenes. Auf jeden Fall ist da noch irgendjemand anderes durch den Bus gelaufen und hat wahrscheinlich die Menschen gezählt. Und so richtig habe ich das auch nicht verstanden. Das ist, da testen sie, beziehungsweise zählen sie die Leute, um zu sehen, wie die Auslastung ist dieser Route. Um dann zum Beispiel die Route entweder einzustellen oder den Takt zu ändern. Dass er nicht mehr alle 10 Minuten fährt, sondern nur noch alle 20 Minuten fährt, damit dann die Busse ausgelastet sind. Regionalverkehr. Ja? Alle 10 Minuten Bus, das wäre ja was, ey. Froh sein, dass also alle der 5 Stunden fährt fahren. Momentan jede Stunde. Ja, bei uns wäre gut, wenn alle 5 Stunden mal fahren würde. Also ich habe hier eine Straßenbahn vor der Tür, die fährt, ja, da fahren zwei Linien. In der Stadt. Ich meine, wenn ich in der Stadt Bus fahre, ist das auch circa so mit 15 Minuten Takt. Ja, bei mir fahren die alle 10 Minuten und zwar so, dass alle 5 Minuten eine Bahn kommt. Jo, ihr habt sie schön. Jo. Nur. Kein Mensch will in Annaberg da irgendwo langfahren. Ja, sonst kannst du öffentliche Verkehrsmittel in die Tonne schmeißen. Ja. Ich fahr großen Bogen. Ich bin leider drauf angewiesen. Ja, mein außer wenn du nach Österreich fährst, dann kommst du ja. Ja, da bin ich auch drauf angewiesen, auf öffentliche Verkehrsmittel. Naja, du könntest ja auch zu Fuß gehen. 700 Kilometer über die Autobahn. Natürlich, so schön kamot auf dem Bandestreifen. Da la 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 la. Da kommen aber ganz schnell die Leute. Das Merkwürdige war nur, dass der Typ sich dann auch noch an den Leuten vorbeigedrängt hat. Da kommen aber dann die Leute mit der weißen Zwangsjacke ganz schnell. Pass mal auf. Da hat sich dann später irgendwie hingesetzt und hat auf sein Handy gespielt. Oder zuerst ist er noch vorne mit neben den anderen Leuten. Sind die überhaupt da